gucken, ob wir heute noch durch die Story durchkommen. Also ich habe vor, auf jeden Fall noch 2 Stündchen, wenn nicht noch mehr, zu streamen. Und ich hoffe, dass wir jetzt mal uns durch die Story weiterhangeln, weil die Gebiete habe ich ja jetzt alle so grob erkundet. Und jetzt dürften da nicht mehr so viele Nebensachen passieren, dass wir uns jetzt, glaube ich, ziemlich zügig durch die Story durchkämpfen. Dann auf Weltstufe 3 gehen und dann die Nebenquests auf Weltstufe 3 machen und so. Und natürlich die Dungeons, ne, die dann noch alle offen sind. Und die Stützpunkte und uiuiui. Kommt alles noch in Zukunft. Ich glaube, hier haben wir alles genau. Das Kind, das Eiswünschen heißt, sehr süß. Jede Foliant, jede Schriftrolle, jedes Buch in diesem Tempel birgt dieselbe Antwort. Das einzige Wesen, das bereit war, sich gegen den ewigen Konflikt, gegen die großen Übel zu stellen, war Lilith. Der Tag, an dem ich mit diesem selbstgerechten Mistkerl fertig bin, wird ein guter Tag. Die Treppe ist geflutet. Ich muss irgendwie da durch. Eigentlich wollte ich ja gestern hier schon streamen. Hat aber leider nicht geklappt. Gestern hatte ich ja Guild Wars 2 gespielt und dann haben die Zuschauer abgestimmt für Diablo. Und dann abends auf einmal kamen wieder 2 Nichten vorbei und dann, genau, war das Thema wieder gegessen. Ah, hier. Da hatte ich wieder keine Zeit zu streamen. Uiuiui. Ui, ui. Sehr schön. Ich bin ja Fan von Umgebungsveränderungen, ne? Also solche Wege, die sich eröffnen, irgendwelche Geheimgänge, die aufgehen, irgendwelche Flutungen, die passieren, irgendwelche Dörfer, die abbrennen oder aufgebaut werden. Sowas liebe ich ja in Spielen. Wenn das nicht alles so eine stumpfe Umgebung ist. Darum, ich finde es sogar schön, wenn so ein kleiner Weg aufgeht und eine Brücke kommt oder sowas. Ja, aber generell ist hier ja nicht so viel los, ne? Scheint so ziemlich verlassen. Nur so faulige Überreste hängen hier ab. Was cool wäre, wenn hier so ein Model-Vorschau wäre, wisst ihr, so eine... Es gibt ja so Kodexe oder Enzyklopädien in manchen Spielen, wo du dann so die Monster dann in Großformat sehen könntest. Also hier bei Diablo, die sehen bestimmt ziemlich gruselig eklig aus. Wenn man mal zum Beispiel Last of Us gespielt hat, diese ganzen Pilz-Zombies, die da rumlaufen, die sieht man dann auch alle in ganz groß und so. Da kann man die sich alle mal genauer angucken, weil hier sieht man die Monster halt nicht so, ne? Die sind halt immer so weit weg und sogar reinzoomen zeigt sie nicht richtig. Also so ein Ghoul hier. Oh, sieht bestimmt schon lustig aus. Naja, jetzt sieht er nur noch wie so ein Klumpen Fleisch aus. Ja, wo lang? So viele Wege. Ja, geht mir genauso. Deshalb finde ich die aber sehr gut gemacht, ja. Hast du auch, hast du dir eigentlich auch den Battle Pass geholt? Hattest du dir das geholt, als ich das mal gezeigt habe? Und du hast ja dann sofort...
das Spiel aufgeholt oder wie war das nochmal? Ne, wer war das nochmal, der Guild Wars 2 angefangen hat und dann, weil auf einmal Diablo kam, dann damit wieder abgebrochen. Das war lustig. Low ist nicht meins, hab nur angeschaut und nicht für gut befunden. Okay. Ja, ich spiele immer noch Guild Wars, also es ist nicht schlecht. Ja, aber ist halt leider ein älteres Spiel, was man auch später spielen kann, wenn man erstmal richtig mit Diablo durch ist. Aber ich werde hier weiterhin auch Guild Wars 2 zocken. So, jetzt komme ich hier nicht durch. Jetzt haben wir doch mal eine Sackgasse gefunden. Elias Magie versperrt noch immer den Weg. Ja, jetzt muss ich hier noch irgendwas machen. Da hinten bestimmt irgendwo. Guild Wars 2 spiele ich seit 2014, seitdem es raus ist. Ich war in der Beta auch dabei und so und habe die Fortschritte von Guild Wars 1 auch übernommen nach Guild Wars 2. Also habe ich schon ewig gespielt, aber halt nie weitergespielt. Ich habe das irgendwann mal aufgehört. Weil da war dieses Heart of Thorns oder so, Herz der Dornen oder so, und das war ein Add-on, das hat mir nicht gefallen. Also nach Level 80 so Beherrschungspunkte sammeln war ich da noch nicht gewöhnt, dass es nach Level 80 irgendwie weitergeht und man da noch was sammeln muss und gleiten muss und fliegen muss und das alles erst lernen muss. Ja, und dann kamen die anderen Spiele, die das alle eingeführt haben, ne? Dann kam Elder Scrolls mit Champion Level erstmal erledigen. Dann kam hier Diablo mit Paragon Level erledigen. Dann war irgendwie so nach dem Endgame weiter leveln. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, dann kannst du das auch jetzt weiter in Guild Wars 2 machen. Deshalb habe ich da vor 2 Monaten wieder angefangen. Lilith, die Mutter von Sanctuario. Sie formte uns, stark zu sein, und wurde weggesperrt, um uns zu schwächen. Die Tochter des Hasses. Ich kann nicht sagen, dass es etwas Gutes in ihr gibt. Moral ist das Privileg von Menschen in besseren Lagen. Die Frage nach Gut und Böse ist für uns erledigt. Was wird sie uns antun, wenn ich sie beschwöre? Aber die Frage bleibt bestehen. Was wird sie uns antun, falls ich sie beschwöre? Wenn ich sie beschwöre? Ich muss mich auf alles vorbereiten. Hier bewahrte Ratmar den Schlüssel zur Unsterblichkeit auf. Sobald ich ihn beherrsche, werde ich die Mutter nach Hause holen. Wisst ihr, was mich gerade die ganze Zeit am meisten bei diesem Gespräch gegruselt hat? Das hier. Dieses pulsierende Etwas in dieser Ecke. Wie eklig ist das denn? Ich habe die ganze Zeit nur darauf geguckt, ob da jetzt irgendwas schlüpft oder so. Boah, na, wer traut sich das aufzumachen? Das ist doch gruselig, oder? So die ganze Gegend so ganz ruhig und abgestorben und alles. Und dann ist da irgendwas. Das muss ja lebendig sein, oder? Eklig. Ja, okay, hier ist man das jetzt wieder gewöhnt. Ne? Hier ist überall so ein Kram, aber da in dem Raum war es jetzt irgendwie was Besonderes. So, schon wieder eine Sackgasse. Ist die Barriere jetzt auf? Nee, ne? Ich muss bestimmt noch eine Ecke hier durchsuchen. Nämlich diese hier. Jetzt. Da lang. Ich bin noch nicht bereit. Ja, wusste ich's doch. Wenn die Mutter von Sanctuario die Welt erneut betritt, wird sie sich verändern. Aber am Ende werden wir bestehen. Wir werden überleben.
Fatma schreibt, Inarius habe Lilith weggesperrt, als sie von ihrem Plan erfuhr, die sogenannte natürliche Ordnung zu stürzen. Tausende Jahre lang hat Lilith versucht, uns über diesen Kreislauf zu erheben, hat für unser Geburtsrecht gekämpft. Sanctuario. Das Geheimnis für Elias Unsterblichkeit muss tiefer liegen. Okay, dann müssen wir das mal finden. Jetzt wird wohl der Weg auch frei sein da hinten. Ja, ich bin mal gespannt, ob diese Geschichte, die er dann irgendwann mit Akt 6 oder so und dem Epilog dann irgendwann mal endet, ob die wirklich mit den Battle Pass, also mit den Saisons, weitergeführt wird. Das fände ich ja schon cool, wenn man so ein bisschen weitere Story dann kriegt. Ich bin generell gespannt, ob die hier Erweiterungen für bringen, also Add-ons und so, oder... Weil im Endeffekt haben ja jetzt alle die Story durch, außer ich natürlich mal wieder. Und sind so weit, dass sie schon wieder neuen Inhalt gebrauchen könnten. Ich bin mal gespannt, wie viel da kommt mit einem Battle Pass. Und ob die auch schnell Erweiterungen bringen. Neue Klassen oder neue Gebiete. Weil auch diese Lilith-Statuen und sowas alles, das werden die Leute ja auch alles schon gesammelt haben, oder? Mit dem Guide. Ich weiß es nicht. Wenn ich auf Twitch halt immer sehe, wie weit die alle sind, aber die machen das ja auch vollberuflich, die ganzen Twitch-Spieler. Das ist halt dann... Hat man ja doch ein bisschen mehr Zeit für sowas. Wenn ich da einen sehe, der immer mit 100 da versucht, das Echo von Lilith so den stärksten Endboss irgendwie zu besiegen, da denke ich mir auch... Jo. Das ist nicht so mein Endgame. Sieh an, Elias Finger. Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Clever. Ein Nirnkrux. Wer hätt's gedacht? Da ist seine Seele gesplittert und hier ist ein Stück davon, darum kann er nie sterben. Kennen wir das nicht irgendwoher? War das nicht auch bei Harry Potter so in etwa? Nein, ich werde hier nicht sterben. Hab ich gedacht. Ich glaube, wir wurden da gerade gekillt. Ist da einer rausgekommen? Ich denke nicht. Das soll so sein. Okay, wir haben den Finger gefunden. Sehr schön. Sollen wir uns den mal genauer angucken? Ich meine, so ein Finger ist ja doch schon so eine Sache, ne? Also, da ist er. Der mumifizierte Finger. So. Gehört zu Fäulnis Delta. Der konservierte kleine Finger von Elias. Linke Hand. Er strahlt eine dunkle Aura aus, die euch irgendwie nervös macht. Gruselig. Ja, wie geht's, Lurat? Wie geht's ihr vor allen Dingen? Sie braucht noch Ruhe, aber ihr Fieber klingt ab. Ich glaube, sie wird gesund. Aber der Weg, der uns danach erwartet, wir werden sehen. Ich habe euch in einem Sarg treibend mit einem abgetrennten Finger in der Hand gefunden. Was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Der Tempel begann zu sinken und ich dachte, ich wäre ertrunken. Tempel. Also war der Sarg ein Tor. Was ist mit Elias Unsterblichkeit? Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Verbrennt es. Gut. Dann lasst uns das ein für alle Mal beenden. Lasst mich beenden, was ich begonnen habe. Niemand wird mehr aufgrund meiner Entscheidungen verletzt. Nein! Nein!
ein Traum. Mein Arm. Er ist tatsächlich fort. Hier steht das durch. Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Wollt ihr zurückgelassen werden? Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Dann werden wir euch nicht verlassen. Das kam mir nie in den Sinn. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Daunen sehen. Wir treffen uns später in der Zakarum-Bastion. Okay, weiter geht's. Schließt euch euren Verbündeten in der Zakarum-Bastion an. Okay, mal ganz woanders mal wieder. So, jetzt sind wir wieder im normalen Gebiet. Alle Leute sind gerade gespawnt hier. Jo, und da wartet eine Quest auf uns. Da könnten wir hinporten, aber wäre langweilig. Wir holen uns die Quest kurz. Zwei Plätze haben wir ja noch. Und dann gehen wir hier unten mal so durch diese... Wir reiten mal schnell hier das Gebiet frei, ja? Dass wir so einfach so mal ein bisschen was davon gesehen haben. Und dann, genau, machen wir weiter. Ja, also, wie gesagt, wir machen gleich die Story weiter. Sind wir eigentlich schon in 6 jetzt? In 8.6? Nee, da stand noch nichts von 8.5 beendet, ne? Noch sind wir nicht so weit. Diese Marvin, ne? So eklig. Was? Du schöpfst die Sahne ab. Was? Was? Hä? Wer redet hier? Sahne hier? Kann doch nicht sein. Vielleicht von den Maden irgendwas? Nee. Erweist ihr Respekt und sie wird euch sicher auf eurem Weg begleiten. Ignoriert sie und erleidet dasselbe Schicksal wie diese armen Narren. Die abergläubische Reise. Na, dann machen wir das mal. Einmal hier sind. Sehr schön. So, erweist ihr Respekt, heißt ja eigentlich immer dieses Knien, ne? Oder so. Da war doch was mit Grüße. Emotes. Hä? Wer redet hier immer weiter? Was geht hier ab? Wer redet hier die ganze Zeit? Ich brauche mehr Zeit. Ich habe das Gefühl, ich höre Stimmen. So, Hallo. Nee, hallo ist es nicht. Danke. Ja, auch nicht. Folgt mir. Was soll ich machen? Erweist ihr Respekt. Da war was. Das war's schon. Sehr gut. Respekt ist erwiesen. Quest ist erledigt. Aber da ist was mit. Ich hab die Glocke kaputt gemacht. Ich bin noch nicht bereit. Läufst du Albtraum-Dungeons? Ja, die werde ich sicherlich mal laufen, ne? Also ein paar Sachen werde ich mir da schon angucken. Wenn ich soweit bin, ne? Im Moment kann ich da noch gar nicht hin. Der hier hat aber auch was zu sagen. Der steht hier nur rum, den kann man gar nicht killen. Muss auch irgendwas sein. Das mit der Sahne abschöpfen würde ich mal gerne wissen, wo der ist, wo dieses ist. Da muss doch hier irgendwo sein. Ich reite mal rum kurz. Ja, also wir werden sicherlich dann bald mal auch... Oh, das ist aber ein fieses Vieh hier, was hier gestorben ist. Wir werden sicherlich bald mal Albtraum-Dungeons hier laufen.
Ich werde ja auch noch die Stützpunkte freihauen müssen. Ne? Da kommt ja bestimmt auch noch was auf uns zu. Von daher, ich glaube schon, dass wir noch einiges an Sachen zusammen hier auch spielen können, wenn ihr dann irgendwann, wenn ich dann irgendwann mal so weit bin und ihr noch spielt. Ich brauche mehr Zeit. Ja, gerade die Stützpunkte geben ja manchmal auch Quests frei oder Schwebsteine frei. Da sollte man auf jeden Fall dann mal gucken, wenn du da noch welche offen hast dann. Da vielleicht mal zusammen reingehen. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche noch eine. So, jetzt haben wir sie alle. Meisterschaft haben wir. Und damit jetzt nur noch den Boss hier. Ist schon geil mit dieser Leichenexplosion, ne? Dass die da einfach so drin vergammeln. Super. Aber das mit diesem Sahne abschöpfen habe ich nicht gefunden. Hätte hier bestimmt irgendwo sein können, aber irgendwie bin ich da nicht richtig. Gut, dann machen wir jetzt nur noch Gebiet freiräumen. Einmal da unten. Ich brauche mehr Zeit. Jetzt lasse ich mich auch nur noch von Quests aufhalten und nicht mehr von Monstern. Zeit, um das die sind lustig, die da die ganze Zeit auf die Glocke hauen irgendwie. So. Ich brauche mehr Zeit. Wo sind wir denn jetzt hier? Och, wir sind nochmal in einer anderen Ecke. Faszinierend. Ach ne, das war die Ecke, die ich mache. Jetzt geht schon wieder da lang, genau. Ah komm, den Buff nehmen wir mit. Ist ja meistens ganz gut eigentlich zum Buff. Ich habe gesagt, ich lasse mich nicht von Monstern ablenken und nur weil ich mir den Buff genommen habe, lasse ich es doch wieder. So, und wieder ein Paragon-Punkt. Ja, läuft auch schon mal wieder. Sehr gut. Zeit, um das zu tun. So. Da ist noch die nächste Quest. Ich habe ja gesagt, die nehmen uns mit. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Gehen wir den auch noch besiegen, den Kerl da. Norbel. Oh nein. Ich will den auch einmal hauen. Ich bin noch nicht bereit. Sehr schön. Vernichter der Totems. Ich habe das Maximum vom Obelus. Ich habe das. Boah, ich bin wieder voll wie verrückt. Komm, da habe ich keinen Bock zu. Und da auch nicht. Ach, die Obelusse muss ich jetzt mal eintauschen. Ja, komm dann. So, Geschicklichkeit ist nicht so wichtig. Ich gehe mal hier auf seltene Krönung. Ja, oder komm, nehmen wir auch Geschicklichkeit. Ja, falls ich dann endlich mal Willenskraft habe, habe ich das Ding ja dann auch. Ich muss irgendwann mal auf diese Willenskraft kommen, dass ich mehr Schaden mache und so. Das dauert alles noch.
Ein bisschen Zeit braucht man für alles hier in dem Game. Champion Monster, die auf Stufe 3 Albtraum und 4 Qual auftauchen, haben Auren. Tja, 3, ne? Sollten wir uns heute mal widmen. Wir sollten auf jeden Fall gleich die Quest weitermachen. Akt 5 und 6 und so weiter. Und Eiswindchen ist auch 64 oder was habe ich gelesen? Da bist du auch noch nicht auf. Genau, 67. Dann bist du auch noch nicht auf. Qual, ne? Stufe 4 spielt man dann ja nicht. Da fängt es ja erst mit 70 an, so in etwa. So, jetzt machen wir schnell mal Platz. Ich weiß gar nicht, wo der Obolus-Händler hier ist. Meine Last ist zu groß. Kommt wieder, wenn ihr die Schmiede braucht. So, weg damit. So, die blauen Sachen. Also ich verkaufe jetzt im Moment noch, ne? Weil ich brauche immer das Geld für die Edelsteine zu verstärken. Für auch die Aspekte auszunehmen. Ne? Mir hilft es nicht, wenn ich Materialien ohne Ende habe. Weil meistens im Moment brauche ich immer noch das Geld für... Ja, nur her damit. Für Upgrades und für Veränderungen meines Charakters. Ich baue halt nicht so viel selbst, deshalb. So, zack. Okay, ich glaube, das war jetzt alles abgemacht. Sehr schön. Haben wir das schon mal fertig. Und jetzt Obolus. Den müssen wir noch mal gucken. Wo ist denn der hier? Obolus. Da. Ganz da hinten, ey. Sind wir wieder Kilometer weit latschen. Nicht solange ich in der Stadt bin. Hätte ich auch besser laufen können. Habe ich jetzt einen kleinen Oh, mal wieder ein Gespräch. Entfernt euch nicht zu weit von den Mauern, Wanderer. Auf dem Plateau geschehen alle möglichen seltsamen Dinge. Als würde das Land selbst niemanden da haben wollen. Okay. Ja, ne? Wenn man mehrere Chars hat, dann wird es noch teurer. Kreuzritter Belor wurde getötet. Was? Nein! Doch. Berold war einer der wenigen, die noch Kampfgeist in sich hatten. Verdammt seien diese Abtrünnigen. Er hatte keinen Lehrling, der seinen Titel oder seine Rüstung übernehmen könnte. Ich schicke jemanden, um seinen Leichnam zu holen. Ich tue es auch selbst, wenn es sein muss. Möge das Licht ihn segnen. Ja, bei Ritter aus Leidenschaft hat man das gesehen. Ne? Da haben die Knappen sich die Rüstung genommen von dem Ritter und dann ging es los. Übrigens sehr cooler Film. Ritter aus Leidenschaft kann ich euch nur empfehlen. Aber, ne, habt ihr gerade gehört, jetzt muss er da Zeug holen gehen. Erzählt mir vom Schlangenkult. Es ist eine Gruppe von verrückten Schlammbewohnern, die glauben, dass die Verehrung von Schlangen ihnen ewiges Leben einbringt. Habt ihr je etwas so Verrücktes gehört? Aber sie sind so viele und so brutal wie ihre verfluchten Schlangen. Sie zu vertreiben ist schwierig. Ich finde es immer schön, wenn die ganzen NPCs auf einmal nochmal was Neues erzählen. So kommt man immer tiefer in die Geschichte von Diablo hinein. So, wo ist denn jetzt der Kuriositäten, Heinz Willi? Hier in der Ecke irgendwo? Nee. Ich kriege ihn nicht markiert, oder bin ich irgendwie doof? Da. Okay, was ist denn unser schlechtestes Item? 578, 569, 545, die Hose ist ganz gruselig. Ah komm, die Hose ist gruselig. Da brauchen wir aber eine schönere, du. Das kann ja gar nicht sein. Noch mal einen hiervon mit. Pech gehabt. Darin steckt nichts. Nicht viel, was? Sehr schön. Eure Gebete wurden offenbar erhört. Ja, die ist gut. Die ist noch besser. Zack. Da haben wir doch eine schöne Hose jetzt. 596. Leider ohne Dings, ne? Egal, wir nehmen jetzt die höhere Itemstufe. Ist uns jetzt egal. So, und dann, haben wir da schon mal wieder was Gutes gekriegt.
Das finde ich ja schon cool, dass man auch mal mit so Händlern und Obolussen auch bessere Items kriegen kann. Na, dann schauen wir mal. So, und die können wir dann wieder die Expekte raus. Da brauche ich schon wieder 50.000 Gold, ne? Darum sage ich ja. Also, ich muss die Sachen meistens schon. Zack. Sehr gut. Ne? Noch einen Takt. Also, ich brauche das Geld schon, ne? Für die ganzen Extrahierungen und so. Ist schon teuer. So, wir haben eine neue Hose. Glücklicher Kunde. Ja, was war jetzt mit der Hose? Ich glaube, das. Ich bin die einzige Händlerin mit solchen Juwelen. Jetzt kann ich die Juwelen wieder nicht. Ja. Gutes Geschäft, gutes Geschäft. Die sind alle echt. Fälschungen sind nichts für mich. Alles weg damit. Das taugt mir gut. So. Okay. Jetzt haben wir auch wieder genug Obolusse. Diese nehmen wir einfach mal mit. Da hätten sie auch ein extra. Ne? Hätten sie eigentlich auch einen extra Reiter für machen können, für die ganzen Edelsteinkram. Dann hätte man die einfach mal alle holen können, mitnehmen können, die man findet. Irgendwann überfüllen die auch. Das könnten sie zum Beispiel verkaufen. Im Shop. Edelsteinbeutel, so wie bei Elder Scrolls Online, der Handwerkerbeutel. Ich meine, Zusatzbeutel, Zusatzinventar und so verkauft ja jedes Spiel eigentlich über den Shop, ne? Guild Wars 2 auch, Beuteltaschen und sowas alles, das ist ja eigentlich Standard. Aber mehr Inventar kann man immer gebrauchen, oder? Ist halt schade, dass man das Inventar nicht einfach so komplett kriegt, so 1000 Plätze in jedem Spiel automatisch. Auch bei Pokémon muss ich das immer extra kaufen, damit ich meine ganzen Pokémon sammeln kann. Pokémon Go meine ich. So, hat die Glocke jetzt irgendwas gebracht? Ach, zerstört feindliche Strukturen. Hier müsste noch sowas sein. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, okay. Ich sehe keine feindlichen Strukturen mehr. Doch, da oben ist noch eine. Kommt, die Glocke nehmen wir auch noch mit. Man kann nie genug EP haben, ja. Glocke. So, und jetzt kommt wieder was irgendwie. Da blinkt da wieder, ne? Meisterschaft noch so und so viele Sekunden. Besiegt Unrot den Blitzkriecher. Das ist ein anderer diesmal. Ja, schafft man. Der ist gleich schon Geschichte. Ups. Hier ist er geplatzt. Sehr schön. Weiter zum Akt 5. Weiter in der Story. Ich habe noch kein Game gespielt, wo man genug Inventarplätze hatte. Ja, ja, ich muss sagen, also ich habe Angst vor Starfield. Ne? Das ist wirklich was. Ich habe Fallout 4 und Fallout 76 aufgehört, weil ich keine genügend Plätze hatte. Ich wollte dieses Management von Plätzen nicht mehr weitermachen. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Elder Scrolls Skyrim habe ich nur gerade so mit viel Ahr und Krach durchgespielt, weil man muss ja jedes Buch ist ein Platz, jeder Becher, jedes. Wenn man alles aufsammelt, was man findet, ist man ja dauerhaft zu. Innerhalb von einer Minute. Das ist ja echt das Schlimme bei den Elder Scrolls Spielen und so. Und jetzt stellt euch mal ein Starfield vor, man kommt so das erste Mal auf so eine Starbase, kennt die ganzen Items nicht, die da rumliegen, und man nimmt alles mit. Das wird heftig, glaube ich, mit dem Inventory. Und darum, genau, hole ich es mal auf PC. Aber ist ja dann Xbox. Ich weiß gar nicht, ob es dann richtig PC ist. Ja, ne, wenn es auf Steam ist schon. Und hoffe, es gibt dann so einen Inventory-Mod. So unendlich Inventory wie bei Skyrim, weil, boah, ich will mir das nicht antun, dass ich immer
Da ist es halt besonders schlimm, ja. Hier in den Spielen sind es ja Items, die man sammelt. Also wirklich auch brauchbare Items. Aber bei Fallout und so ist es halt manchmal auch nur wegen Geld. Also Items, die viel wert sind. Oder die halt dann irgendwie fürs Handwerk sind. Oder einfach nur so. Das ist ja bei den ganzen Bethesda-Spielen immer das Problem. Und da hoffe ich so drauf, dass das nicht so extrem wird bei... Aber das wird extrem bei Starfield. Stellt euch mal vor, ihr sollt dann dieses Raumschiff bauen und braucht dann für dieses Raumschiff 20 Ersatzteile. Die werdet ihr alle im Inventory bestimmt haben müssen. Ich bin so gespannt im September, was da auf uns zukommt. Ja, und bei ESO ist es ja ganz gut gelöst, ja, da kann man ja dann Bankplätze holen und Taschenplätze und sowas alles und das Pferd macht auch noch Platz und dann halt den Handwerksbeutel, ja, dass die ganzen Handwerksitems durch das Abo dann wirklich weg sind, dann hat man auch meistens genug Platz, ja, da muss man halt wirklich mal seine Items verkaufen, aber dann hat man wenigstens nicht die ganzen Crafting-Sachen im Hauptverzeichnis, in seinem Hauptinventory. Also bei ESO finde ich es eigentlich sogar gut gelöst. Da kann ich mich gar nicht so beschweren. Aber hier ist es halt jetzt auch schon mit diesen Aspekten Problem. Ne? Also mit diesen ganzen Edelsteinen. Ja, jetzt haben sie ja schon die ganzen Crafting-Sachen und Aspekte ein eigenes Verzeichnis für. Aber auch die Edelsteine bräuchten ein eigenes. Obwohl, ich glaube, irgendwann hat man ja sowieso dann genug Edelsteine. Wenn jede Rüstung 2-3 Slots hat und die sind alle belegt, dann kommen die Edelsteine ja automatisch raus. Dann kann man die auch in die Bank packen. Ah, dann ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, da kriegen wir nicht hin mit dem Blut hier. Ich kriege das nicht koordiniert, in welchem Kreis welche Monster sterben, weil ich so viele... Ja, weil ich so viele Skelette habe, die überall killen, dann kann ich nicht gezielt in einem Kreis alle killen, seht ihr? Ah, aber wenigstens einen Kreis haben wir jetzt schon mal fertig. Ich versuch's wenigstens. Boah, nur noch 6 Sekunden, das wird nicht hinhauen. Seht ihr, jetzt machen da meine ganzen Skelette alle platt. Na, das war's. Ne, bei diesen Events schaffe ich das nicht mit den Skeletten. Wo man so gezielt an einem Ort jemanden beschützen muss oder einen Geist mitlaufen muss oder Opfer bringen muss. Das ist immer schwierig, wenn diese Skelette so unkoordiniert durch die Gegend rennen. Aber pff, egal. Okay, die Quest nehmen wir auch noch mit. Und dann sind wir ja fast... Ja, dann porten wir zurück, ne? Weil hier auf dem Weg haben wir dann nichts mehr. Okay, nur noch die Quest da oben und dann geht's mit der Hauptstory weiter. Schöne Sache. Ja, okay. Wen haben wir denn hier? Zuke. Davon habe ich schon gehört. Groll der Hexe. Wen sucht ihr? Shamil. Ein hinterhältiger Köter. Hat sich davon gemacht und hat noch Schulden bei mir. 4 Leichen hat man mir versprochen. Er ist schüchtern. Hat er geglaubt, es fällt mir nicht auf? Ich habe zu viel zu tun, um ihn selbst zu jagen. Der Baum hat viele Wünsche. Findet diesen Shamil, bevor Wajin Hani daran erinnert wird, was es bedeutet, eine Hexe zu verärgern. Er sollte auf dem Friedhof sein. Beginnt dort. Wer genau seid ihr? Gut, eine Frage. Fragen beweisen, dass ihr was im Köpfchen habt. Namen tun nichts zur Sache, wenn man dem flüsternden Baum dient. Nur wie nützlich wir sind. Aber ihr könnt mich Zirk nennen. In einem anderen Leben habe ich als Kind auf den Straßen von Kaldeum gebettelt. Dann hat mich der Baum gerufen. Er gab mir einen Lebenszweck. Nannte mich eine Hexe. Das bin ich jetzt. Okay, wenn er
gesagt hätte, Hexer wäre es mir irgendwie lieber. Ist das nicht ein Mann? Kennt ihr Taissa? Die hat irgendwie mal über Zurg geredet im letzten Let's Play. Ah, selbstverständlich, selbstverständlich. Die kleine Taissa. Immer eine Quelle des Trosts und der Weisheit für diesen alten Mann. Aber ich habe schon länger nichts mehr von ihr gehört. Sie muss im Westen zu tun haben. Oder vielleicht hat sie mich einfach nur vergessen. Seda? Er ist ein Mann, das hat er jetzt selbst gesagt. Also Hexer, oder nicht? Ist das so, dass man Hexer auch Hexe genannt hat früher? Nein. Er müsste doch ein Hexer sein, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Was wisst ihr über Gulyas? Haben wir auch schon gesehen. Jung und gewitzt. Und das hat immer ein wenig Arroganz zur Folge. In meiner Jugend war ich nicht so. Das kann ich euch versprechen. Nein, nein, nein. Ich war nie klug genug. Zu beschäftigt damit, Geld von Adeligen aus Chaldeon zu stehlen, um mir Brot zu kaufen. Okay, ich war beim flüsternden Baum. Ich habe es lange gespürt, bevor ihr über meine Schwelle getreten seid. Seine Magie, seinen Geruch, unverkennbar. Aber ihr seid keinen Handel eingegangen für sein Wissen. Wie interessant. Wie geht es dem Baum? Streiten die Köpfe immer noch wie alte Weiber? Ja, das war auch verrückt bei dem Baum, muss man sagen. Und warum habt ihr es so eilig? Der flüsternde Baum ist nicht erfreut. Ihr solltet die Last dieser Situation kennen. Okay. So, seine Quest ist jetzt hier unten. Groll der Hexe sucht auf dem durchtränkten Friedhof nach Samil. Das machen wir jetzt einfach auch.